Die glamouröse Welt der Prominenten ist nicht ohne Tragödien. Diese traurigen Ereignisse werden oft mit den treuesten Bewunderern der Kreativität der Künstler in Verbindung gebracht. Musiker und Schauspieler leben im Rampenlicht und teilen ihre Energie und Emotionen mit den Fans. Es sind die Fans, die Künstler in den Himmel erheben und ihnen volle Konzerthallen, Albumverkäufe und Auftrittshonorare in Millionenhöhe bescheren. Aber wer sind diese Menschen? Und woran denken sie, wenn sie im Halbdunkel des Saals nach dem strahlenden Auftritt ihres Idols zusehen? Die libanesische Sängerin Susanne Tamim hatte einen beeindruckenden Auftritt und war ein aufstrebender Star im Fernsehen. 1996 gewann sie die Fernsehshow Studio El Fan. Aber sie hatte keine Zeit, den Ruhm in vollen Zügen zu genießen. Tamims Leiche mit mehreren Stichwunden wurde in ihrer Wohnung in Dubai gefunden. Der ägyptische Geschäftsmann Hisham Talat Mustafa konnte Susannes Weigerung, ihn zu heiraten, nicht akzeptieren. Wurde beschuldigt, an dem brutalen Mord an der Sängerin beteiligt gewesen zu sein. Die Geschichte eines Mädchens, das nach seinem Traum strebt. Ihr rasanter Aufstieg zum Ruhm. Ein Weg voller Herausforderungen und die tragischen Umstände, die zur Tragödie führten. Die Öffentlichkeit nimmt Prominente oft als erfolgreiche und glückliche Menschen wahr, die von Fans umgeben sind. Ihr Leben scheint ideal, frei von Problemen, die mit Ressourcen und Verbindungen gelöst werden können. Aber die Realität könnte anders aussehen. Beirut 1977. Ein Mädchen, Susanne Tamim, wurde in eine bescheidene Familie hineingeboren. Von Kindheit an war sie ein aktives Kind und hatte oft mit familiären Problemen zu kämpfen, die zur Scheidung ihrer Eltern führten. Susanne wuchs unter der Obhut ihres Vaters auf. Trotz der Schwierigkeiten beendete sie die Schule und schrieb sich an einer Pharmazieschule ein. Während ihres Studiums lernte Susanne Ali Musanna kennen. Ihre Heirat erfolgte aufgrund von Familientraditionen. Nach der Heirat beschloss Susanne, ihrer Berufung zu folgen, Musik eine einzigartige Stimme zu haben. Sie träumte davon, eine berühmte Sängerin zu werden. Susanne bekam die Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen, indem sie 1996 für das Fernsehprojekt Studio El Fan vorsprach, das eine Analogie zu populären Musikshows darstellte. Ihre einzigartigen stimmlichen Fähigkeiten und ihre erfolgreiche Leistung führten zu ihrem Sieg bei diesem Projekt. Der Generalproduzent der Show, Simon Asma, bot ihr einen Vertrag an, den Susanne sofort annahm. Ihre Entscheidung wurde jedoch von ihrem Vater und Ehemann nicht gebilligt, die davon überzeugt waren. Es war zu früh für sie, ins Showgeschäft einzusteigen. Damals war die junge Schönheit erst 19 Jahre alt. Trotz des familiären Drucks beschloss Susanne, ihrer Berufung zu folgen und unterzeichnete einen 10-Jahres-Vertrag mit Studio El Fan. Ihre erste Single brachte ihr Popularität, Werbeverträge und Auftrittsangebote ein. Nachdem der junge Star jedoch schnell an Popularität gewann, die Ansichten der Männer in der Familie änderten sich dramatisch. Als ihr Einkommen stieg, kam es innerhalb der Familie zu Konflikten um die Finanzen. Ihr Vater und ihr Mann begannen, einen Teil ihres Einkommens einzufordern. Aufgrund dieser Konflikte beschloss Susanne, sich von Ali scheiden zu lassen. Ali ist jedoch mit der Scheidung nicht einverstanden. Es ist wichtig anzumerken, dass der Libanon von einem System dominiert wird, das auf Religionszugehörigkeit basiert. Dadurch unterscheiden sich Eheverträge, Scheidungsverfahren und Erbverteilung von den meisten anderen Ländern. Im Libanon gibt es 18 offiziell anerkannte Religionsgemeinschaften, die die islamische, christliche und jüdische Religion repräsentieren. Jede dieser Gemeinschaften verfügt über eigene Justizbehörden, die sich mit Scheidungen befassen. Je nach Religionszugehörigkeit kann die Scheidung vor geistlichen oder Scharia-Gerichten erfolgen. Dies macht den Scheidungsprozess kompliziert und langwierig. Susanne bat Ali wiederholt um eine Scheidung, doch dieser lehnte ab. Schließlich beschloss sie, vor Gericht zu gehen und behauptete, ihr Mann würde sie finanziell ausbeuten. Die Probleme häuften sich und Susanne beschloss, nach Frankreich zu ziehen, um dem familiären Druck zu entgehen. Dort lernte sie Adel Matouk kennen, einen bekannten libanesischen Geschäftsmann und Inhaber einer großen Produktionsfirma. Susanne teilte ihm ihre Probleme mit und Adel bot ihr an, ihr bei der Scheidung zu helfen, im Austausch für die Unterzeichnung eines Vertrags mit seinem Unternehmen. Nachdem er dem zugestimmt hatte, zahlte Adel Ali 1,5 Millionen Dollar, um der Scheidung zuzustimmen. Auch mit dem Vertrag, den Susanne zuvor für 10 Jahre mit Studio El Fan unterschrieben hatte, gab es Probleme. Adel zahlte eine Strafe für die vorzeitige Beendigung dieses Vertrags. Danach unterzeichnete Susanne einen 15-jährigen Produktionsvertrag mit Adels Firma. Außerdem heiratete Susanne den Produzenten.
Wir wissen nicht, ob dies eine Bedingung des Vertrags war, den das Mädchen, da es sich in einer sehr verletzlichen Lage befand, unterzeichnete. Oder ob sie wirklich Gefühle hatten. Ihre Freunde behaupteten, dass das Paar eine gegenseitige Sympathie hegte. Und in dieser Zeit kam die Hilfe, die Adel ihm gewährte, dem aufstrebenden Sänger natürlich sehr zugute. Unabhängig von den Gründen für diese Verbindung hat sie Susanne leider nicht vor Problemen bewahrt und neue hinzugefügt. 8 Monate später war es derselbe Teufelskreis. Adele begann, Susannes Popularität auszunutzen, genau wie ihr Vater und ihr Ehemann es zuvor getan hatten. Dies führte natürlich zu Streitigkeiten zwischen dem Paar. Erneut musste die Sängerin die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann beantragen. Und er weigerte sich, wie sie sich vorstellen können, rundweg es zu geben. Druck auf seine Frau ausüben, einen Vertrag zu unterschreiben. Für Susanne war es psychisch schwierig, diese Streitereien zu ertragen. Sie konnte nicht glauben, dass sie sich in derselben Situation befand, aus der sie vor nicht allzu langer Zeit entkommen war. Und dass sie diesen ganzen Horror noch einmal durchmachen musste. Und genau wie beim letzten Mal fühlte ich mich gefangen und unfähig, die Situation zu ändern. Susanne beschloss, wegzulaufen. Sie geht nach Ägypten, in ihre Wohnung. Als Reaktion darauf war Adel wütend über die Flucht seiner Frau und begann, sie zu verfolgen. Sich auf jede erdenkliche Weise an dem Flüchtigen rächen wollen. Und da der berühmte Produzent einen Vertrag mit seiner Frau hatte, er konnte jegliche Aufführungen und kreative Aktivitäten gesetzlich verbieten. In Ägypten, im Libanon und auf der ganzen Welt. Der Sänger bleibt ohne die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und schlimmer noch, ohne das Lieblingsanliegen ihres Lebens. Er verbot allen Musiksendern die Ausstrahlung von Musikvideos mit dem Künstler, sowie ihre Erwähnung in allen Medien. Adel verfolgte seine Gemahlin auch auf dem Gebiet Ägyptens. Er kam mehrmals zu ihr nach Hause und versuchte, in ihre Wohnung zu gelangen und einen Skandal machen, der ihr das Leben auf jede erdenkliche Weise schwer macht. Er beschuldigte Susanne auch des Diebstahls von $350.000. Reichte bei der ägyptischen Polizei einen Antrag auf Auslieferung des Sängers an den Libanon ein. Von allen Seiten war sie von Problemen umgeben. Und im Zentrum dieses Kaleidoskops stand Susanne ohne die Unterstützung von Familie und Freunden. Sie wurde von ägyptischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Doch nach einer Untersuchung wurde ihre Unschuld bewiesen und sie wurde freigelassen. Ihre Lebenssituation verbesserte sich jedoch nicht. Es gab keine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, und ihr Mann schikanierte sie weiterhin. An ihrem Geburtstag versammelten sich ihre Familie und Verwandte in ihrer ägyptischen Wohnung, um zu besprechen, wie sie ihr helfen könnten. Plötzlich klopfte Adel Matuk an die Tür. Susanne versuchte, ihn rauszuschmeißen, aber dies führte zu einer verbalen Auseinandersetzung, die zu einem Kampf eskalierte. Susannes Mutter trat für ihre Tochter ein und Adel schlug sie. Er wurde schließlich rausgeschmissen. Susanne war verzweifelt und fühlte sich ständig von ihrem Mann unter Druck gesetzt. Diese Geschichte dauerte lange, manchmal intensivierte sie sich, manchmal ließ sie nach. Im Jahr 2005 lernte Susanne den ägyptischen Geschäftsmann Hisham Talat kennen, Inhaber der größten Immobilienagentur im Nahen Osten und angesehener Senator. Nachdem sie ihm von ihren Problemen erzählt hatte, hörte sie ein Hilfsangebot. In der Hoffnung auf das Beste nahm sie an, doch leider wiederholte sich die Geschichte. Hisham zahlte alle Bußgelder und übernahm die Kosten für die Kündigung von Susannes Vertrag. Susanne löste nach und nach alle ihre Probleme und begann, ihre verlorene Ruhe wiederzugewinnen. Sie träumte von einem friedlichen Leben. Doch das friedliche Leben währte nicht lange und sobald alle Probleme gelöst waren, verkündete Hisham, dass er sie heiraten wollte. Susanne war von diesem Vorschlag schockiert und lehnte rundweg ab, aber der Mann bestand darauf. Er kam immer wieder auf dieses Thema zurück und führte sogar ein Gespräch mit dem Vater des Sängers, um ihn davon zu überzeugen, dass er seine Tochter mit ihm verheiraten sollte. Aber Susanne stimmte keiner Bitte zu. Es kam so weit, dass Hisham Sicherheitsleute anheuerte, die der Frau folgten und ihr überallhin folgten. Die Situation eskaliert immer weiter und Susanne beschließt, erschöpft und verzweifelt. Erraten Sie was? Flucht natürlich, zum 3. Mal. Sie fand einen Moment, in dem die Wachen nicht da waren und ein Flugticket gekauft haben. Nach London geflogen. Als Hisham davon erfuhr, geriet er in wilde Wut und schwor, diese Tat nicht ungestraft bleiben zu lassen.
Entweder würde er sie zurückholen oder ihr Leben ruinieren. Und das waren keine leeren Drohungen. Für die Sängerin in London rief Hisham sie an und überredete sie, zurückzukehren. Er versprach, dass, wenn sie es täte, alles in Ordnung wäre und alle Vergehen vergessen würden. Susannes Angst um ihr Leben wuchs immer mehr und ihr psychischer Zustand verschlechterte sich weiter. Sie wurde mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert und emotionale Überlastung begann sich auf die körperliche Gesundheit der Sängerin auszuwirken. Trotz aller Strapazen glaubte sie, dass der schwarze Streifen früher oder später enden würde und sie aus allen Schwierigkeiten herauskommen würde. In London trifft eine Frau mehrere Menschen. Einer von ihnen war ein irakischer Kickbox-Champion und lebte zu dieser Zeit in London. 2007 heiratete der junge Mann sie. Susanne brauchte die Schulter und den Schutz eines Mannes und den fand sie wahrscheinlich bei diesem Mann. Vielleicht erwartete sie, dass diese Ehe ihr helfen würde, ihre Probleme in Ägypten zu lösen, aber leider führte sie zum genauen Gegenteil. Als Hisham von ihrer Heirat erfuhr, nahmen seine Drohungen eine gefährliche Wendung für Susannes Leben. Es kam so weit, dass er seine Männer nach London schickte und warnte, dass die Sängerin ihn entweder heiraten oder er sie töten würde. Susanne lebte weiterhin voller Angst mit ihrem Mann zusammen. In einem Interview mit der Sunday Times aus London erklärte Riyad Al-Azawi: »Ich war da, um sie zu beschützen, aber ich habe es ganz alleine getan. Ich habe keine Hilfe bekommen.« Er sagte auch: »Susanne hat mir erzählt, dass er sie angerufen und ihr gesagt hat, dass er ihr 50 Millionen Dollar zahlen würde, wenn sie mich verlassen und ihn heiraten würde.« Dann sagte er: »Wenn sie sich weigere, würde er sie töten und dafür 1 Million Dollar zahlen.« Aufgrund der ständigen Drohungen und Belästigungen wandte sich der Sänger schließlich an die Londoner Polizei und schilderte die Situation. Die Polizei nahm die Worte der Frau äußerst ernst und installierte in ihrer Wohnung ein spezielles Alarmsystem sowie ein Telefon zur Notfallkommunikation mit dem Schnelleinsatzteam. So vergingen 1,5 Jahre. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ehegatten. Unbestätigten Berichten zufolge stellte Susanne fest, dass ihr Mann untreu war und ließ sich natürlich von ihm scheiden. Es gab nichts mehr, was sie in London halten konnte. Und lassen Sie uns gemeinsam raten, was sie getan hat? Richtig, zum 4. Mal zieht die Frau um, dieses Mal nach Dubai. Sie rannte vor ihren Problemen davon und erwartete jedes Mal, dass die Dinge besser würden und sie mit dem Umzug wieder auf Kurs komme. Susanne hatte eine Wohnung in Dubai in einem Gebäude namens Al-Rimal. Susanne lebte dort allein und war ständig in Angst. Sie hatte keine Bekannten in Dubai außer einer Cousine, die in ihre komplizierte Geschichte eingeweiht war und ihre Schwester täglich besuchte, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung war. Am 28. Juli 2008 beschloss er, wie üblich, seine Schwester anzurufen und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Sie ging jedoch nicht ans Telefon. Das war ungewöhnlich, da sie immer in Kontakt war. Besorgt machte er sich auf den Weg zu ihrem Haus und nahm einen Wachmann des Apartmentkomplexes mit. Als sie die Wohnung betraten, bot sich ihnen eine schreckliche Szene. Susanne lag mit zahlreichen Stichwunden auf dem Boden. Die Polizei traf vor Ort ein und leitete eine Untersuchung ein. Dank Videoüberwachungskameras konnten sie den Verdächtigen identifizieren. Das Filmmaterial zeigt einen Mann mit Mütze und einer Tasche in der Hand, der das Gebäude betritt und in den 22. Stock geht. Später verlässt er die Wohnung in anderer Kleidung, geht in den 21. Stock und wirft die Tüte in den Müllschlucker. Mohsen Al-Zukari wurde verhaftet und bekannte sich sofort der Tat schuldig. Alle Beweise wiesen eindeutig auf ihn hin. Er sagte auch aus und behauptete, der Auftraggeber des Mordes sei Hisham Talat gewesen, der ihm 2 Millionen Dollar gezahlt habe. Dieses Verbrechen war von dem Moment an vorbereitet worden, als Susanne nach London aufgebrochen war. Obwohl der Mord in der Wohnung in Dubai stattfand, in der Tamim wohnte. Die Prozesse fanden in Ägypten statt, weil das Land die Auslieferung seiner Bürger für Prozesse anderswo nicht zulässt. Zusätzlich zu Maxens Aussage: Die Polizei hatte weitere Beweise gegen Hisham, einschließlich Telefonaufzeichnungen der Täter. Hisham Talat wurde angeklagt, verteidigte sich jedoch mit der Behauptung, es handele sich um geschäftliche Anrufe, die nichts mit der Ermordung des Sängers zu tun hätten. Obwohl der Mord in einer Wohnung in Dubai stattfand, war die Talat Mustafa Group, Mustafas Immobilienunternehmen.
trotz seiner Inhaftierung weiterhin eines der größten und reichsten in Ägypten. Für viele war jedoch klar, dass er derjenige war, der das Verbrechen angeordnet hatte. Viele fragten sich, wie ein ehemaliger, erfahrener Polizeibeamter solche Fehler machen konnte, wie zum Beispiel die Bezahlung, Tatwaffe und die Tasche mit seiner Kreditkarte. Und am Tatort wichtige Beweise hinterlassen, eine Tüte mit blutiger Kleidung. Und warum er das Mordgeld bei sich zu Hause aufbewahrte. Aber seltsamerweise waren es genau diese Fehler, die Mosens Anwalt zur Verteidigung seines Mandanten vor Gericht anwandte. Der Anwalt argumentierte, dass all diese Fehler für einen professionellen Polizeibeamten so absurd seien, dass sie darauf hindeuteten, dass jemand versucht habe, seinem Mandanten etwas anzuhängen. Alle diese Argumente wurden jedoch zurückgewiesen. Mosen al-Zukari wurde wegen vorsätzlichen Mordes und Hisham Talaat wegen Volksverhetzung angeklagt. Der Prozess dauerte 2 Jahre und beide Kriminellen wurden zum Tode durch Erhängen verurteilt. Am 10. Juli wurde Berufung eingelegt. Mustafas Verwandte boten Susanne Tamims Verwandten mehr als 1 Milliarde Dollar an. Und 100 Millionen Dollar Lösegeld. Nach Erhalt dieses Betrages haben die Angehörigen das Recht, den Mörder zu begnadigen. Aber später passiert das Interessanteste. Im Jahr 2010 leitete die Regierung eine Überprüfung von 41 Fällen der Todesstrafe ein. Im Jahr 2012 wandelte der oberste Gerichtshof Ägyptens die Todesstrafe für Millionäre um. Hisham Talaat Mustafa wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Mosen wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und hob damit das Todesurteil auf, was noch überraschender war. Im Jahr 2017, nach nur 5 Jahren, beschloss der Präsident, eine Reihe von Gefangenen zu begnadigen, darunter Hisham Talaat. Und im Jahr 2020 wurde auch Mosen al-Zukari in die Liste der Begnadigten aufgenommen. Infolgedessen verbrachte der Drahtzieher des Mordes 9 Jahre hinter Gittern und der Täter 12 Jahre. Er sollte 2020 freigelassen werden, wurde dann aber in einem separaten Geldwäschefall zu 3 Jahren zusätzlicher Haft verurteilt. Nach Berufungen wurde die 3-jährige Haftstrafe halbiert und endete im September 2022. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis gewann er als Wirtschaftsmagnat wieder an Einfluss und wurde von Forbes Middle East zu einem der 100 führenden Reise- und Tourismusführer in der Region ernannt. Angesichts der Brutalität des Verbrechens an dem jungen Mädchen und der Fülle an Beweisen ist dies eine überraschende Wendung der Ereignisse. Susanne hat die meiste Zeit ihres Lebens in Angst gelebt und sich vor der unerbittlichen Verfolgung versteckt. Da sie seit ihrer Kindheit eine großartige Stimme besaß, hatte sie alle Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft voller kreativer Höhepunkte. Doch menschliche Gier und Manipulation führten zu einem tragischen Ende ihrer vielversprechenden Karriere.